Ja. Oh. Ey, ich glaube, ich wäre echt alt. Oh, oh, jetzt warten wir in 10 Jahren. Warten wir in 10 Jahren, was dann los ist. Let's ready to run. Ja, dann legen wir mal los, oder? Ja, okay, los. Also, wir haben heute ein paar Fragen an die Alina. Jetzt steht gerade der Häcksler und wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Ein paar Fragen von euch, ein paar Fragen, die auch oft uns gestellt werden oder Kommentare auf unserem YouTube-Kanal. Genau, und da probieren wir jetzt einfach mal der Alina ein paar Sachen zu entlocken. Vielleicht können wir mal ganz grundsätzlich anfangen. Wann hat denn bei dir das gestartet mit Instagram? Wie ist denn das alles gekommen? So wie es jetzt ist, kannst du da mal irgendwie ein paar Sachen... Also ich meine, dass ich damals im Dezember 2017 das erste Bild reingetan habe. Also halt in der Seite reingetan habe und das hat es dann geteilt und dann ist es eigentlich so angegangen. Also kann ich sagen, jetzt so nicht ganz 2 Jahre, aber ein Dreivierteljahr oder so. Wie war das für dich, dass dir auf einmal Leute folgen und das ja doch so interessant ist, was du tust und wie gehst du damit um? Das ist doch schön, wenn man, ich sage mal, wenn den Leuten das gefällt, was du machst oder du zeigen kannst, was kann auch ein Mädel leisten in der Landwirtschaft. Und wenn man natürlich dann positives Feedback dafür bekommt, ist natürlich immer noch cooler und man hat noch mehr Mut zu dem Ganzen. Und wie kam es denn eigentlich bei dir so, dass du generell so Bock auf Landwirtschaft hast? War das in früher Kindheit was oder war das ein Schlüsselerlebnis, das du hattest? Das hat damals angefangen, wo ich auf dem Betrieb bei mir im Dorf immer gewesen bin. Das war immer so das Punkt 1 nach der Schule. So hat es alles angefangen, mit den Traktoren, dann mit dem Stall, dann mit dem Ackerbau und alles. Es hat mich halt unheimlich fasziniert und dann wollte ich immer mehr wissen. Dann habe ich auch den Führerschein gemacht, dann bin ich immer gefahren und so hat es alles angefangen. Wann bist du zum ersten Mal gefahren und was war das für ein Teil und wie kam es dazu? Jetzt allererste Mal gefahren. Alleine gefahren, oder wann? Ja, sagen wir mal allein. Boah, hey, keine Ahnung. Ich denke mit 40, 50 schon auf dem Acker halt. Ja. Das war damals, glaube ich, der New Holland TM 190. Wenn ich mich recht erinnere. Oder war das oder C-Tor? Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Schon badig. Und dann hast du gedacht, das ist es. Ja, das ist voll geil. Ja, was ist dran so geil? Ja, die Übersicht da allein schon. Mir macht das halt unheimlich Spaß. Weißt du, das ist wie andere gerne zum Handballspieler gegangen. Dazu gehe ich unheimlich gerne auf der Karte auf. Wie willst du das beschreiben? Ja, es ist halt, für die andere ist es ein Beruf, für die andere ist es ein Hobby und für mich ist es halt das absolute... Eine Berufung. Yes. Yes, sehr genau. Schön. Genau, jetzt haben wir einen rausgehauen. Sehr auch mal richtig. Gibt es für dich eine Vorfreude auf Maishäckseln etc.? Das ist die geilste Zeit im Jahr. Ja. Ja klar, das ist doch jeder geil. Maisfahrer, mein Lehrer, ohne Mais, ohne mich. Stall oder Acker? Das ist eine gute Frage. Mache ich beides unheimlich gern. Ja? Ja, aber am liebsten bin ich schon draußen mit der Maschine. Lieber ein Traktor mit stufenlosen oder Lastschaltgetriebe? Stufenlos. Warum? Weil ich schaltvoll bin. Hast du einen LKW-Führerschein? Ja. Warum? Weil ich cool finde. Ja? Ich wollte den haben, weil auch unter anderem das mit Sicherheit mal irgendwann kommen wird mit den Biogasanlagen. Mhm. Dass das halt mal auf Gewirbel läuft und sonst was. Und ich habe mir gedacht, komm, da waren wir ein paar Leute und haben gesagt, mach ihn mit. Okay, cool. Wie lange hat das dauert? Du hast ja dann den Kraftfahrer-Ausbildung gemacht, oder? Komplette Schein, ja. Wie lange hat das dauert? Ein paar Wochen. Was ist dein Plan für die Zukunft? Mein Plan für die Zukunft? Mhm. Auf jeden Fall gesund bleiben, noch mehr entdecken in der Landwirtschaft, noch mehr fahren, andere Maschinen testen, mal erfolgreich sein, Kinder verheiratet. Bist du auf der Agritechnica? Ja. Von wann bis wann? Also am Donnerstag auf jeden Fall im Krone-Stand, aber ich habe jetzt mal so geplant, dass ich von Mittwoch auf Donnerstag auf jeden Fall mal bin. Okay. 2 Tage. Cool. Wie gehst du mit, zum Beispiel mit dem sehr beliebten Thema Markenhass umgehen? Also es gibt Leute, die kennen nur das. Ist das auch was bei dir oder sagst du, ja, mir doch wurscht? Ja, ich habe auch meine absolute Favoritmarke.
Gottes Willen, das würde ich nicht sagen. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, er mag lieber die Marke, er hält von der nichts, dann muss ich sagen, gut, okay, wäre ja schlimm, wenn alle die gleiche Marke wollen würden. Und der große Faktor ist natürlich auch, wie ist der Händler vor Ort? Das ist scheißegal, ob die Maschine rot, grün, blau, violett, pink ist. Und die ganzen Hersteller kochen alle mit Wasser und jedes Fahrzeug braucht irgendwann einmal eine Werkstatt. Tracker Babes. Ja, dieses Jahr bin ich bei Tracker Babe dabei. Was mich echt freut. Manchmal wird mir halt 10 beim Gülli fahren, man wird mir halt 10 beim Abtransport vom Getreide. Mhm. Es war recht lustig, die Drehtage. Es war aber auch sehr anstrengend. Das ist mal was ganz anderes zum Erleben oder halt mal was ganz anderes. Also ja, werde auf jeden Fall dabei sein am 27.10. und am 3.11. Und am 27.10. gleich im Anschluss Abenteuerleben komme ich auch noch. Okay, Hashtag Kabel 1. Hashtag Kabel 1. Ja. Boah, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Wie sollen sich die Leute an dich erinnern? Oder was würdest du gern, dass die Leute von dir im Kopf behalten? Dass ich die lebensfrohe Alina bin. Mhm. Immer cool drauf. Hoffe ich zumindest. Ja, meistens zum Beispiel. Wie war das mit dem Bestechungsgeld? Ist ja gar nichts Falsches. Nee, das, ja. Ich finde es ja allein schon toll, denn, wenn viele sich daran erinnern, an den Namen und so. Und ich finde es halt immer toll, wenn man Mädle ist, wenn man vor der Bulldog nachsteht und auch wirklich fährt mit denen, ja nicht bloß hier ausguckt vor den Kiste. Mhm. Das ist schon mal auch ein sehr großer Punkt. Okay. Ja. Ah, das bringt mich jetzt gleich auf die nächste Frage, die wir jetzt hier für immer und alle Zeiten klären. Würdest du dich jemals ausziehen für irgendwie so Instagram-Zeug, bla bla bla? Kannst du das jetzt mal klären? Für Instagram oder allgemein ja, für auf das Internet? Foto, auf deinen Fotos eben, etc. Nein. 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 Sehr schön. Gut. Dann ist das jetzt endlich abgehakt. Auf keinen Fall wird irgendwann nochmal sowas auftauchen von mir. Okay. Gibt's ein Motto, nach dem du dich richtest? Ja, man soll jeden Tag froh sein, dass man früh aufstehen kann und gesund ist und den Tag so leben, wie es einem am besten gefällt. Hört, hört. Jetzt war das da bist. Hört, hört. Sehr schön. Sehr schön. Wir hatten doch mal dieses Video gemacht, ein Neuer auf dem Hof mit diesem Tretbulldog. Und unfassbar viele, ich weiß nicht, von heute auf morgen, haben 30 Leute irgendwie geschrieben, ob der Bub dein Sohn ist. Meiner? Ja. Ey, krass, wenn ich den kriegt, dann wäre ich mit 50, glaube ich, Mutter war. Ja, kann das sein. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Ja, okay, also nicht. Nein, sicher nicht. Okay. Der Kleine ist total cool drauf. Der hat das richtig super gemacht. Ja, das war ein mega, mega cooler Tag. Es war unfassbar anstrengend. Wir haben echt von der Früh um 7 bis abends um 5 hatte ich konstant die Kamera in der Hand. Und wir haben ein Ding nach dem anderen gefilmt. Und der Kleine, der hat so geil mitzogen. Das war so cool. Das war so cool. Ja. Und wenn dann daheim hockst wie ich, oder halt, was heißt daheim? Man halt nicht weiß, wie zusammengeschnitten wird und so, weil der Martin das ja alles im Kopf schon hatte. Und dann kriegst du schon mal so ein Ocean und denkst schon, boah, geil, da freue ich mich einfach auf den ganzen Film dann. Und das war einfach mega. Ja, also da hat man aber auch mega Unterstützung von allen, gell? Mhm, das war top. Das hat vorne bis hinten einfach passt. Ich will dir jetzt ein paar Schlagwörter sagen und du sagst im besten Falle in einem Wort eine Antwort dazu. Ja? Also ganz knapp. Verlangst du von mir? Ich verlang nicht so viel von dir. Also, Familie. Komm, gib Gas. Ja, jetzt irgendein Wort sagen, ja, oder was? Ja, du sagst das, was dir als erstes dazu einfällt. Glück. Freunde. Spaß. Arbeit. Zum Kotzen. Urlaub. Sehr geil. Ernte. Noch geiler. Ach, keine Ahnung, ey. Lieblingstraktormodell. John Deere. Welches Modell, nicht die Marke? Welches Modell? Jawohl. Oh, ich finde 6230 auch schon schnucklige Kiste. Auto? Audi A6. Okay. Lieblingsfilm? The Green Mile. High five. Das ist mega. Lieblingsessen? Sauerbraten mit Spätzle. Das sind ja zwei. Das gehört dazu, die gibt es ein bisschen in der Kombi. Okay, Instagram? Ey, du bist ja witzig. Okay. Schminke oder Schmiere?
Ich meine natürlich Schmiere. Schmiere? Ja, Logo. Bier oder Schnaps? Schnaps. Wen? Havana. Okay. Agritechniker? Freude. Green Mile, echt? Mhm, voll geil, ich liebe den Film. Mega. Bist du ein Horrorfilm-Fan? Ja. Ja. Und der allerbeste Horrorfilm ist Texas Chainsaw Massacre. Okay. Der ist krass. Kennst du den? Ja, ja, klar. Mein Kumpel. Oh, nun, nun, nun. Wenn ich da mal mit, komm her. Lieblingsband? Rammstein. Geil. Agrarvideos Schwaben. Sau geiler Haufen. Jedes Mal macht es Spaß zum Filmen. Dann hast du Bestechungsmittel dabei? Bestechungsmittel? Ja. Nimmst du halt einen Fuffi raus. Kann er mit. Ja. Haben wir verdient. Ja, genau, dann können wir gleich die Frage beantworten. Wie kam es denn damals zu dir und Agrarvideos Schwaben? Das wollen die Leute wissen. Das war, glaube ich, damals so, dass ich die angeschrieben habe. Ich weiß es nur noch ganz vage, aber ich weiß auch nicht mehr so recht. Auf jeden Fall lief das so ab. Wir haben mal gesagt, wir filmen miteinander. Und dann war das wirklich so, dass man in der Biogasanlage isoliert hat und dann ist der Martin in der letzten Stunde, im letzten Acker, die letzten zwei Fuhren kommen, hat gesagt, Dalina, hast du das Ding, setz das auf, da ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist die Kamera, einfach bloß weiterfahren und nichts machen und nicht reinschauen, weiter. Ja, genau, das war unser erstes Zusammentreffen. Hi Alina, ich bin's der Martin, kennst mich ja, bla bla bla, hier ist die GoPro, auf den Kopf drauf, fahr zu. Einfach nix, einfach normal weiterfahren. Und ich denke mir, in meinem Film bin ich jetzt. Ja. Bin mir vorgekommen wie der letzte Vogel mit dem Ding auf dem Kopf. Aber es war eins von den geilsten Videos. Ja, es war voll spontan. Ja. Also es war cool. Echt cool. Wir können es euch oben dann irgendwie nochmal einblenden. Echt geil. Ja. Cool, gibt's sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Ganz wichtig ist für euch alle, ihr müsst die Seite von Agrarvideo auf jeden Fall teilen. Ganz arg, ja. Weil ich hoffe, dass man nur öfters was zusammen macht. Guckst du die Videos eigentlich selber an? Ja, klar. Ja? Ja. Was ärgert dich dann? Oder gibt's irgendwas, was du, wo du sagst, oh nee und oh? Ja, im Nachhinein, wenn ihr jetzt das Video auch anschaut, was wir jetzt gerade machen, denken wir mal, was ist da für ein Scheiß, glaube ich. Aber ich kann mir allgemein selber nicht anhören. Wenn ihr bloß eine Sprachnachricht von mir anhört, denke ich, oh, halt doch die Schnauze. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie würdest du dich selber beschreiben? Als cooles, sag ich, glaube. Okay. Ich glaube, dass ich schon cool drauf bin. Oder Martin, was sagst du dazu? Ja, absolut. Okay? Aber eigentlich bin ich schon immer recht geschmeidig. Gibt's noch irgendwas außer die Werbung für Agrarvideos Schwaben, was du deinen Fans noch sagen willst? Irgendwie, dass du jetzt hast du die Möglichkeit, hier mal das Wort an die zu richten. Ja, folgt's mir. Kauft mein Merch! Ich find's halt toll, wenn man mir folgt. Ist klar, mal einen Kommentar da lässt. Oder was einem gefällt, was einem nicht so gefällt. Und was auch immer. Viele mir immer anschreiben, wenn sie mich irgendwo gesehen haben. Boah, ich hab dich gesehen. Ja, kommt halt her und sprecht's mich an. Wenn man denkt, ich weiß so nicht. Okay, also das ist dir recht, oder? Ja, klar, darf man herkommen. Okay. Wenn einer herkommt und sagen, hey, mach mal ein Foto, finde ich das voll cool. Aber dann, wenn sie immer dran stehen, so, dann Handy rausholen. Ja, das müsste ich sein. Okay. Dann fange ich eine ganze Gruppe zum Labern an. Dann laufe ich aber schon hin. Ich weiß genau, über was ihr redet. Über mich. Über mich. Hast du schon mal irgendwie ein Fanerlebnis gehabt, was besonders cool war oder besonders schlecht war? Schlecht noch nie. Ja. Gut, ja. Und es war sogar ein Mädel. Und die hat gleich gesagt, sie findet das total toll, dass, was ich so mache. Und was sie, seitdem sie mir folgt auf Instagram, dass sie viel mehr Lebensmut gefasst hat und jetzt auch mehr in der Landwirtschaft tut und noch mehr unter den Männern, weil das ist ganz wichtig. Wie ist es für dich so, wenn du dich unter so einem Männerhaufen zurechtfinden musst und durchsetzen musst? War das schon immer so ein Ding, wo du kein Problem damit hattest oder musstest du das lernen? Ganz am Anfang war es schon so, wo ich mir dann dachte, wenn ich mir irgendeinen Bockmisch geschossen habe, irgendwie beim Fahren, hat was falsch gemacht, dann denke ich mir schon, oh scheiße, was denken die jetzt alle von mir? Aber mittlerweile denke ich mir, ich bin ein Mensch wie alle anderen, ich habe Fehler und ich kann auch daraus lernen. Aber mittlerweile bin ich so auf dem Stand lieber mit 20 Männern wie mit 3 Weibern unterwegs. Nee, also ich habe in der Männergruppe überhaupt gar kein Problem. Und wenn mir irgendeiner blöd kommt, dann komme ich dem auch blöd. Okay. Weil ich mittlerweile so viel leck mich am Arsch Einstellung habe. Das brauchst du aber.
Ja, also das kann jeder bezeugen, der mehr mit der Alina zu tun hat. Wenn die Alina was sagt, also die meint es auch so, wie sie es sagt, und die Alina gibt dir dann schon Kontra. Ja, ist so. Ja, fällt dir noch was ein? Ja, genau. Ich will mal fragen, was genau für Wünsche mal da sind als Video. Weil es machen ja eigentlich immer bloß Bier was. Aber gibt es auch irgendwelche Wünsche, was wir mal machen sollten? Gern. Also wir sind dafür für jede Schandtat bereit. Das wäre schon cool. Uns macht es mega Spaß. Und da wird sich auf jeden Fall was finden. Und wenn ihr ein paar Ideen habt, dann schreibt die uns per Instagram oder schickt uns auf Facebook eine Message oder so. Message in der Bottle. Message an der Trottel. Also an der Martin. Ja. Jetzt habe ich voll der Durchhänger hier. Der Häcksler auch. Alle Häcksler wollen wieder durchhängen. Ja. Schön gerade alle. Wir stehen hier gerade. Hinter uns steht ein Häcksler, der streikt, und ca. 100 Meter weiter steht nochmal ein Häcksler, der streikt. Wer ist denn das? Jetzt wird gefragt, was da hier ist. Was werden wir? Hallo? Was soll? Steckt er da fest? Oh, scheiße. Ich gucke mal schnell. Ja, ich frage mal, ich check mal schnell ab. Warte mal. Kannst du normal reden? Nee. Du redest schon auch Schwäbisch. Schwäbisch? Ja. Findest du, dass wir das Schwäbisch beibehalten sollen? Schwäbisch. Schwäbisch ist mein Lerber. Ja. Sicher, der Lecker dazu. Ja, finde ich auch. Das war bei Dragon Babe so. Alina, würdest du bitte Hochdeutsch reden? Ich so, natürlich rede ich Hochdeutsch, aber es interessiert mich euch Alter. Nee, das ist ganz schwer. Also gerade bei mir, da irgendwie Hochdeutsch zu machen, Lecker das, Alter. Okay. Das musst du echt kennen. Nein. Ja. Ich glaube, man muss es ein bisschen üben. Ja. Also wir hatten mal einen geilen Kommentar auf YouTube, glaube ich. Irgendjemand hat mal geschrieben, hey, könntet ihr mal aufhören, in eurer eingeborenen Sprache zu reden? Nö. Ja, ich weiß nicht. Also es tut mir dann schon auch leid, dass gewisse Leute es natürlich echt nicht so gut verstehen. Aber irgendwie, also ich finde es aber auch geil, wenn jemand irgendwie Plattdeutsch redet. Ich finde es cool, wenn man merkt, wo jemand herkommt. Ja, aber ich denke mir immer so schlecht reden wir gar nicht. Ja, mei, also es ist schon, wenn wir dann irgendwie mal loslegen in unserem Dialekt, dann ist das schon interessant, also schwer. Ja, vor allem der, wo es da kennt, ist das natürlich schwer. Klar. Aber mei. Wir heißen ja Agrarvideos Schwaben und nicht Agrarvideos Hochdeutsch. Richtig. Genau. Super. Super. Ja, vielen Dank fürs Interview oder für die Vielen Fragen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns demnächst mal. Also, haut's rein. Ciao. Du musst Tschüss sagen. Ciao. Ja, jetzt. Könntest du mal den Bulldog putzen? Hey, das sieht aus wie Sau. Ich putze deinen Bulldog. Ja, und sogar Türe holen. Okay, das mache ich jetzt. Wenn dieser YouTube-Kanal in zig Millionen Jahren irgendwann 100.000 Abonnenten hat, putz ich deinen Bulldog mit Anhänger. Und wirst gefilmt. Na ja, gut, ob das jetzt jemand sehen will, aber sonst müsste man fast beweisen. In der Unterhose. Ja. Na, in der Unterhose. Das ist ja natürlich langweilig. Ja, okay, dann mit Unterhose. Wir reden uns hier gerade um Kopf und Kragen. Weißt du das? Also gucken, dass man ganz schnell 100.000 Follower kriegt bei dir. Das ist du willst, dass ich dir einen Bulldog putze.